Willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. So, wir sind hier auf jeden Fall beim verfluchten Ort. Ich habe auch noch keine Heilungssachen mir wieder geholt. Ich habe einfach den Part wieder gestartet. Ich habe mir gedacht, wir sterben hier jetzt einfach mal ganz kurz und machen das dann nochmal wieder von vorne. Im letzten Part haben wir auf jeden Fall endlich den Einfluss komplett geschwächt von Aedwin. Wir haben auch einen Glitch wieder gefunden und auch gelöst. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, warum läuft Eivor so schwerfällig. Womöglich wegen dem Fluch, keine Ahnung. Jedenfalls, ja, wir haben jede Menge geschafft. Auf jeden Fall nicht so viel, wie ich es eigentlich vorgenommen hatte. Kann man natürlich immer nicht wirklich nachvollziehen. Nicht wissen, wie lange so ein Part dauert. Ich habe vielleicht doch eine Möglichkeit. So. Und jetzt schnell hier durch. Ja, den Kopf wollte ich jetzt nicht unbedingt sehen. Nein, jetzt hab ich mich hier. Oh, Minno, wo bin ich jetzt hier? Ich muss mich beeilen. Oh, toll, jetzt kommt es wieder. Ganz ruhig. Hier stimmt was nicht. Okay, gut. Nee, haben wir das nicht geschafft. Hatte ich mir eigentlich auch wirklich gedacht, dass das nicht funktioniert. Naja, gut. Womöglich hat Eivor bei ihrem Tod es geschafft, das Ölfass so weit, also das Öl, den Ölkrug so weit an die Wand ranzubringen, dass das eben gerade kaputt gesprengt wurde. Hoffentlich. Hoffe ich sehr. Oh. Was ist das denn hier? Nicht dein Ernst. Hallo. Runter da. Kommen wir da hoch? Nee. Schade. Naja, gut, wir sind nämlich nicht komplett aufgefüllt. Trotzdem auf jeden Fall ein bisschen mehr als vorher. Hallo? Ich drücke da drauf. Gibt schon sozusagen die Möglichkeit, also die schon. Egal. So, Tram, so. Anzünden. So, nochmal das Ganze. Hoppala. Oh, so. Was soll denn das jetzt hier? Toll. Thank you.
darf ich mir nochmal einen Krug holen. So kann man seine Chancen auch verspielen. Das ist doch echt bescheuert. Okay, nochmal. Stelle ich ein bisschen weiter weg. Und jetzt stelle ich das Ding hier hin. Na komm. So. Endlich ist das geschafft. Hat auch wirklich sehr lange gedauert. So. Das war es jetzt. Es ist doch ein Reichtum, der wichtig ist. Na gut, okay. Ah, na gut. Holen wir uns den doch noch. Weg von diesem Leichenschauhaus. Überall Leichen, verbrannt und keine Ahnung. Sehr hässlich. Das hört sich immer an wie ein Bär. Dabei ist es eigentlich nur ein Reh. Zertrampel dich. Ich möchte nur den Reichtum. Mehr möchte ich nicht. Kommen jetzt die ganzen Trommelgeräusche her? Also, ich höre gerade irgendwie Trommelgeräusche. Bei einem alten Hafen. Das ist das Lager. Ich weiß gerade gar nicht. Große Use. Nee, auf jeden Fall, wir werden jetzt hier wieder abhauen.
und uns auf den Weg machen, den Raubzug zu starten. Ganz schön weit weg. Knapp die Hälfte haben wir jetzt schon erreicht. Schon erreicht. Hinter uns gelassen. Und ja. Danach machen wir auf jeden Fall mit der zweiten Mission weiter, dass wir Sigurd treffen. Und ich bin sehr gespannt, wer denn diese Fulke ist. Und was genau eigentlich Sigurd in dieser Fulke sieht. Der macht ja so ein Geheimnis draus. Entdeckt werde, wird das unschön. Ups. Falsch. So, hier. Horn benutzen. Zeig es mir. Bist wohl ins Gestrüpp gekrabbelt, was? Feigling? Achso, ja. Okay, ich muss in dem Gebiet drin sein, um den Raubzug zu beginnen. Nachdenken.
Komm mal kurz her. So, Männer, helft mir mal. Oh, hier, wie hieß er nochmal? Vergessen wir heißt. Scheiße. Ich hab vergessen, wie unser Kumpel heißt. Na gut, egal. Da kommt bestimmt noch mal wieder ein Gespräch mit ihm. Hey, ich schaff das nicht allein. Ich hab vergessen, wie er heißt. Er ist auf jeden Fall nicht ganz so gut zu sprechen auf uns, wenn wir irgendeine Entscheidung fällen, die seiner Meinung nach nur Sigurd fällen darf. Wir sind hier fertig! Für uns kommt Schiff! Cool! Das ging schnell und es ist auch ein sehr kleines Kloster. Und ich sehe auch gerade schon, ich habe schon wieder 10 Fertigkeitspunkte. Ja. Das geht immer so ruckzuck. Oh, da fehlt noch was. Ich guck sonst immer. Ey, ich habe doch gar nichts gemacht, du Bock. Nee, ich habe. Normalerweise gucke ich immer noch nach, ob es bei den Klostern noch irgendwas gibt, was ich übersehen habe. Ist jetzt so wunderschön hier vorne. Das ist dann auch toll. So. Und schon haben wir das. Tor verleiht mir Kraft. Gut. So, wir sind aus dem Gebiet draußen. Das da oben holen wir uns auch nochmal. Gut. Okay, dann haben wir soweit hier alles geholt, was wir holen konnten. Da sind noch ein paar Sachen offen. Die konnte ich mir jetzt nicht auf Anhieb holen. Da brauche ich noch ein kleines bisschen länger für. Fürs Erste haben wir auch schon mal sehr viel geschafft. Von dem ganzen Gebiet überhaupt. So, Fertigkeitspunkte. Wo kann ich euch reintun? So. Automatisch plündern. Ist auch eben. Es ist wunderschön. Attentatschaden auf jeden Fall. Oh, leichter Schaden. Giftwiderstand. Ja, mache ich auch mal. Nahkampfwiderstand. Ja. Gesundheit ist immer schön. Widerstand leicht. Ich weiß gerade gar nicht, was habe ich eigentlich als Raubtier, als Bogen. Überlegen leichter Bogen, okay. Ich habe einen leichten Bogen. Okay, gut. Ich merke auch gerade, den kann ich verbessern. Mache ich mal. Habe ich da irgendwas übersehen? Ach, hier eine Rune. Nee, noch mehr. Ach, die paar Runen.
Die Fische habe ich auch übersehen. Okay. Okay, gut, so. So, haben wir irgendwie noch die Möglichkeit, was zu verbessern? Nö. Weiter zu den Fertigkeiten. Ich habe noch 3. Nahkampfschaden. Sturzabfang. Ja, garantiert. Und Attentatschaden. Okay, gut. Was? Achso, ja. Quest. Pilgerreise nach St. Albans. Und wir können auch noch mal in der Zukunft nach Finnland. Ist auch sehr schön. Okay, finde Sigurd und sprich mit ihm. Er wartet bei Lindford an der Ostgrenze von Oxnafortskir am Nordufer der Große Use. Use, ja. Bei Lindford an der Ostgrenze von Oxnafort. Ich habe irgendwie mal in einem Part gesagt, es ist irgendwo hier. Dabei ist das hier Westen, also das ist hier irgendwo. Ah, okay, da waren wir vorhin ja schon. Okay, ja, toll, ganz toll. Ja, super. Jetzt den ganzen Weg nochmal wieder zurück. Auch toll, ne? Ja, ich hätte mal vielleicht vorher mal gucken sollen. Na gut. Kann man jetzt nichts ändern. Ich bin sehr gespannt. Wer diese Fulke ist. Das war irgendwie so ein Wachenlager. Also, wer ist diese Fulke? Ich stelle mir das gerade irgendwie so vor. Niemand weiß genau irgendwie schon, wer diese Fulke ist. Ne? Wir wissen nicht, wer diese Fulke ist. Und dann, wenn sie auftaucht, ist sie irgendwie so ein komplett bekanntes Gesicht oder so. Das wäre schon heftig. Wobei, warum würde man diese Person Fulke nennen? Naja. Ach so, wir haben wieder so ein Eiferer entdeckt. Ich habe mich schon gewundert, was haben wir hier denn entdeckt? Ah. Ich hatte ja auch irgendwie schon mal die Theorie gehabt, dass Sigurd sich eventuell in diese Fulke verknallt haben könnte. Weil er hat sich ja auch so verändert irgendwie. Dadurch, dass er mit Basim unterwegs gewesen ist. Wer weiß, vielleicht wird er auch einfach nur ein bisschen mehr zum Assassinen. Zu einem sehr verpflichteten Assassinen. Vielleicht ist diese Fulke auch nicht unbedingt... Doch, nee. Sigurd meinte, es wäre eine mögliche Verbündete. Eine Person, die uns auf jeden Fall helfen kann gegen Edwin. Von daher wäre es, glaube ich, etwas blöd, wenn diese Fulke irgendjemand vom Orden der Ältesten wäre. Wobei, sie kann uns natürlich dadurch helfen... Diesen Wachen entgeht nichts. Ja, sie kann uns natürlich dadurch helfen, das zu schwächen, den Einfluss zu schwächen, also oder gegen Edwin generell anzugehen, weil sie vom Orden der Ältesten stammt. Wer weiß? Ich habe keine Ahnung. Ich lasse mich auf jeden Fall überraschen. Ich muss beeilen. Bam. Oh, nee, noch nicht. Oh, mal diese Pfeile. Na los, laufe! In meine Richtung. Toll, dann nehme ich.
Dann töte ich die also. Meine Gott, das Ziel, diesen schwierigen Gegner zu töten. What? Den hab ich jetzt getötet. Bam. Aua. Wo die alle stecken, ne? Okay, hier geht's nicht weiter. Ich wollte nur mal gucken. Ich dachte irgendwie auch die ganze Zeit, so eine Brunnen, die abgedeckt sind, die sind irgendwie überhaupt nicht zu gebrauchen. Irgendwann sollte ich dann da runter und ja, seitdem... Ach, bei Linford, nicht in Linford. Okay. Dann hätte ich auch genauso gut einfach vorbeilaufen können. Na gut. Ja, super. Hier war irgendwo ein Krug. Da. Schnell weg hier. So, Ost. Ah, hier da. Ich habe gerade überlegt, wo ist die Ostgrenze? Sie, sobald wir sie haben. Sagen wir, was wir wollen? Oder reden wir um den heißen Brei? Nach allem, was ich bisher über sie gehört habe, redet Fulke nur allzu. Ey. Und da ist Ava. Ich wollte das noch hören. Ah, du kommst gerade recht. Die heilige Frau Fulke ist in der Nähe. Man hält sie in der Abtei des heiligen Alban gefangen, hinter der Flussbiegung. Das ist unser Moment, Eivor. Danach wird sich alles ändern. Ich würde mich ja für dich freuen, wenn ich wüsste, wer diese Frau ist und warum wir sie brauchen. Ich habe genug erklärt. Es ist an der Zeit zu handeln. Du hast nichts dergleichen getan. Ich habe nichts als leere Worte gehört. Ja. Ich will mit dir reden. Ich, dein Jarl. Das allein ist schon Grund genug. Warum? Damit sie einen Zauber ausspricht und Edwin in einen Aal verwandelt? Wir sind nicht nur wegen Fulke hier, Eivor. In der Abtei liegen Reichtümer. Mehr als wir zählen können. Ich habe das Kloster bereits geplündert und vom Kirchenschiff bis zur Krypta alle Schätze geborgen. Mir sind keine Gefangenen aufgefallen. Sie ist dort. Ich weiß es. Und sie ist der wertvollste Schatz von allen. Eivor. Es gab eine Zeit, da bist du mir gefolgt, ohne mich zu hinterfragen. Weil wir einander vertraut haben. Weil du wusstest, ich würde dich nie ins Unglück führen. Ich würde nie unsere Leben aufs Spiel setzen, ohne zu wissen, wofür. Was hindert dich daran, mich so anzunehmen, wie du es einst getan hast? Als deinen Bruder, deine Familie. Sigurd, du weißt, ich würde niemals dein Vertrauen missbrauchen. Ich kämpfe an deiner Seite. Aber diese Jagd muss Grenzen haben. Gedrick verlässt sich auf uns. Natürlich. Und wir kümmern uns bald um ihn. Doch jetzt komm. Und du hast wirklich nichts gesehen, als du die Abtei des heiligen Alban geplündert hast? Keine Krypta? Keine Gefangenen? Ich erinnere mich an nichts dergleichen. Okay. Theoretisch habe ich jetzt wieder irgendwie Arbeit doppelt gemacht. Wir hätten da, glaube ich, eventuell... Ah, toll. Ja, ganz toll. Jetzt habe ich irgendwie Arbeit doppelt gemacht. Die hätten wir sowieso hingemusst. Na gut, egal. Was soll's. Des Klosters.
Fulke wird in der Krypta des Klosters gefangen gehalten. Gibt es nur dieses eine Kloster? Höchstwahrscheinlich, ne? Ah, nee, hier. Ich wollte gerade sagen, hä? Da, okay. Dann haben wir doch nicht so doppelte Arbeit getan. Ich dachte bloß, dass wir da ganz hinten hin müssten, wo wir gerade den Raubzug begangen haben. Was wissen wir über diese Frau? Sehr wenig. Sie scheint eine Art Abenteurerin zu sein. Der Tarn nannte sie eine Ketzerin. Umso besser für uns. Sie hat zweifellos ihren eigenen Kopf. Ich bewundere deine Zuversicht, Bruder. Ich hatte mir eigentlich auch schon mal überlegt, Eivor braune Haare zu machen. So ein bisschen nach meiner Haarfarbe. Ich finde trotzdem, die braunen Haare fand ich jetzt nicht ganz so schön. Vor allem, weil ich nicht so viele Möglichkeiten hatte. Da muss ich definitiv mehr Möglichkeiten kaufen. Die blonden Haare sind auf jeden Fall sehr schön. Vielleicht schaffe ich es nochmal, eine andere Frisur zu finden. Ich habe auch schon ganz viele Entwürfe gefunden. Noch ein paar Entwürfe kaufen, wenn das Geld das zulässt, ne? Zieh lieber die Kapuze auf. Da ist ein Schlüssel. Wo ist diese Frau? Da ist die Abtei des heiligen Alban. Dort halten sie Fulke gefangen. Sicher wird sie gut bewacht. Zur Sicherheit. Die Krypta ist oberhalb? Ich dachte, Krypten sind immer so unter der Erde. Naja, gut. Scheinbar habe ich beim letzten Mal nicht gründlich genug gesucht. Jetzt weiß ich genau. Ja, jetzt weiß ich wieder, wo wir sind, ja. So. Mit einem normalen Angriff geht das nicht. Dann muss ich den Pfeil verwenden. Ja. Hier war ich ja schon. Tolle Krypta. Vielleicht wurde sie weggebracht. Nein, sie ist hier irgendwo. Hier hindurch. Na, hier drin endlich. War ich gar nicht. Hier drin war ich nicht. Weswegen auch immer. Naja, wahrscheinlich ging das früher noch nicht wegen der Story. Heiligen Judas, ich danke dir, geliebter Jesus, für die Weisheit, Sophias Finsternis zu durchbrechen. Dass du hinter die Lügen Yaldabaoths blickst. Das erste Mysterium kennst, welches das letzte Mysterium ist, welches das 24. Mysterium ist. Wow. Amen. 24 Mysterien. Hä? Hab ich doch schon gehabt? Ach nee, für oben, stimmt. Wer wagt es, dieses Heiligtum zu betreten? Ich.
Das ist doch nur eine Höhle, die nach Pisse und Tränen riecht. Wie kannst du? Wir suchen nach einer Frau namens Fulke. Wir erlösen euch von ihrem Übel. Die verrückte Ketzerin! Der Selbstgeborene hat mir einen Engel gesandt, um mich zu erlösen. Öffne die Tür. Ihre Häresie muss bestraft werden. Nicht von Dänen oder Mahometanern, sondern von wahrhaftigen Christen. Also ich bin jetzt auf jeden Fall nicht bereit dazu, Silber zu verwenden. Das Silber möchte ich auf jeden Fall benutzen, um mir Entwürfe zu holen. Also von daher lassen wir uns Charisma spielen. Mönch, unsere Hände sind voll vom Blut deiner Wächter. Ist dein Gott so hungrig nach Märtyrern, dass er auch deinen Tod herbeisehnt? Ein gutes Argument. Ich gehe kurz in mich. Okay. Der Herr bittet mich, alle Fremden willkommen zu heißen. Hier, nimm den Schlüssel. Und wenn du gehst, nimm deine seltsame Freundin mit. Oh mein Gott. Hä? Was genau war das denn gerade? Na gut, egal. So, Fulke, wer bist du? Gelobet seist du, o Herr der Schatzkammer des Lichtes, für diese Aussicht auf Errettung. Seid ihr von den Engeln Saklas geschickt? Oder sendet euch der Selbstgeborene? Das kann ich dir nicht sagen. Bist du die Frau, die man Fulke nennt? In dieser Welt bin ich das. Ich bin auf der Suche nach der wahren Natur des Selbstgeborenen. Und du sammelst Artefakte? Ich sammle die Instrumente der Kinder Saklas. Oh ja? Ich besitze einige dieser Kuriositäten. Bist du im Besitz eines geschliffenen Steines mit ungewöhnlichen Zeichen? Nun, du bist ja interessant. Verbirgst die dunkle Haut unter Kapuze und Robe. Und diese teuflische Klinge. Wie? Wir sollten gehen. Die Soldaten werden bald hier sein. Es gibt Ställe hinter dem Kloster, wo wir uns ungestört unterhalten können. Gut, hier ist voran. Sehr kommt. Aufmerksam. Ich hatte mich schon gefragt, was denn da was da überhaupt für so eine Frau hintersteckt. Boah, sieht eigentlich schon so ein bisschen aus wie eine Kriegerin. Wie lange hielt man dich gefangen? Ein paar Wochen. Ein Monat vielleicht. Wegen deiner sogenannten Häresie? Häresie. Ich hatte noch. Gegenstände, die Zeugen falsch gemacht haben. Sie sind von unschätzbarem Wert. Können wir diese Gegenstände sehen? Wenn du die Wahrheit über deine Herkunft suchst, sollst du sie heute erfahren. Wahrlich, die suche ich. Wo du hingehst, folge ich dir. War schon ein bisschen blöd, dass wir jetzt gekämpft haben. Sie uns redet einfach weiter und läuft weiter raus, ohne dass überhaupt mehr stehen zu bleiben oder um zu helfen. Sigurd, du hast eine Frau. Flirte nicht mit der, Fulke. Zumindest hatte ich das Gefühl irgendwie, dass ihr verliebt scheint. Also an sich ist das eine hübsche Frau. Der Haarschnitt ist bloß ein bisschen merkwürdig. Wie so ein missglückter Haarschnitt. Missglückter, Selbsthaarschnitt. Genug von den Rätseln, Sigurd. Ja. Fulke ist eine Hüterin wertvoller Gegenstände, von denen einer meine wahre Natur offenbaren könnte. Okay. Wahre Natur? Du sagtest, es ginge um den Sieg und wie wir Edwin bezwingen. Zu wissen, dass ich ein Abkömmling der alten Götter bin, wäre ein Sieg. Es würde meinen Anspruch auf dieses Land untermauern. Ein Abkömmling der Götter? Bei Odins Auge, Bruder. Wovon redest du da?
Fulke, es heißt, du wirst im Besitz eines besonderen Steines mit seltsamen Zeichen und dem Bild eines Baumes. In der Tat. Ich nenne ihn den Sagenstein, denn er kam mit dem Dänen Ragnar Lodbrok in dieses Land. Und jetzt hast du ihn? Er ist Sonne und Mond meiner heiligen Sammlung. Ja. Sigurd glaubt also, ein Abkömmling der Götter zu sein. Kann gut möglich sein. Ich würde mal behaupten, das wäre, glaube ich, eher Eivor. Weil wir spielen Eivor nun mal und nicht Sigurd. Von daher muss Eivor eine größere Rolle im ganzen Tam-Tam da spielen. Und ja, natürlich spielt Sigurd auch eine große Rolle, aber ich glaube nicht, dass Sigurd jetzt ein Abkömmling ist. Oh Mann. Ja, jetzt habe ich eine Ahnung, warum eventuell das Schicksal, ja, es möchte, oder warum das Schicksal von Eivor ist, ja, sich mit Sigurd zu zerstreiten. Oh, 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 oh. Wir sind wegen eines Bündnisses hier. Du träumst, das ist nichts als ein Stein. Oh, ja, ich habe keine Ahnung, was ich antworten soll, meine Güte. Na gut, Bündnis. Willst du diesen Stein kaufen und gegen ein Bündnis eintauschen? Oder gegen kampfbereite Männer? Ist er zu irgendwas Nütze oder schmeichelt er dir nur? Vielleicht sollte ich euch drei allein lassen, damit ihr eure Streitigkeiten beilegen könnt. Wir sind uns einig. Wir wollen nur den Stein sehen und die Runen darauf lesen. Niemand vermag, diese Runen zu lesen. Ihre Sprache ist geheim und vermutlich lange tot. Es kann nicht schaden, ihn uns zu zeigen. Nein, kann es nicht. Gepriesen seist du, o Selbstgeborener, der du mir diese drei geschickt hast, um mich von meiner Strafe zu befreien. Oh Mann. Kein flüsternder Gott führte mich her, Fulke. Ich brauche keine Anweisungen. Du kamst, weil ich dich rief, Eivor. Sie sprachen durch mich. Bruder, ja, du verwirrst mich immer mehr. Und mich faszinierst du mit jedem Moment mehr. Oh, Backe. Der Sagenstein befindet sich gut verborgen in der Obhut meines Dieners. Bist du bereit, ihn zu sehen? Ja. Je eher wir diesen Stein zu Gesicht bekommen, desto besser. Gehen wir. Öffne dich dem Stein, wenn du dich ihm näherst, Eivor. Es könnte interessanter werden, als du glaubst. War das gerade irgendeine Anspielung? Weiß die vielleicht irgendetwas mehr? Oh, ich liebe solche Sachen. Also da grübelt man während des Spielens schon irgendwie weiter. Und bildet sich seine eigenen Theorien so ein bisschen. Ey, das ist alles so geil. Hier lang, Eivor. Wo bist du? Hinter dir? Ihr alle mit Pferden und ich hab einen schicken Wolf als Reittier. Bam bam. Ich bin der Auserwählte bestimmt. Naja, Eivor. Nicht ich. Was genau fasziniert dich so an diesem Stein, Fulke? Der Sagenstein stammt von einem alten Volk, einer Generation niederer Gottheiten. Ja. So wie alle Artefakte, die ich für meine Kirche sammle. Du hast in deiner Zelle zu Jesus Christus gebetet. Ist deine Kirche nicht die Kirche Roms, die der Sachsen? Die Sachsen glauben an Christus, den Erlöser. Doch ich kenne seine wahre Bestimmung. Er ist Christus, der Aufklärer, der Bewahrer geheimen Wissens. Wow. Verabscheut Edwin dich deshalb? Weil du solche Ideen verbreitest? Ja. Christen wie Sie und Elfred glauben, dass es die Aufgabe Christi auf Erden war, uns von unseren Sünden reinzuwaschen. Die römische Kirche wurde durch die Lügen Saklas oder Yaldabaoths verwirrt. Der Demiurg hat viele Namen. Er ist ein niederer Gott. Saklas und die Seinen waren einst weise, doch sie verloren den wahren Gott aus den Augen. Den Selbstgeborenen. Den Herrn der Schatzkammer des Lichts. Darum hat mich Edwin verurteilt und eingesperrt. Denn was sie Häresie nennt, ist tatsächlich die wahre Natur des Universums. Das ist eine sonderbare Geschichte. Und ihr Ende ist noch nicht geschrieben. Okay. Selbstgeboren. Seid wachsam. Wir werden beobachtet.
Seid vorsichtig. Die sind nicht gerade erfreut, dass wir hier sind. Edwins Augen und Ohren. Ich weiß überhaupt gerade... Ich weiß gar nicht, was ich mir unter Selbstgeborenen vorstellen soll. Irgendjemand von den Isos oder irgendwie jemand zwischen Iso und den Menschen? Vielleicht das Universum selbst, weil durch ist das Universum entstanden. Was ist das für ein Turm? Eine Ruine aus römischer Zeit. Mein Diener fand sie verlassen und verfallen. Er suchte hier Zuflucht, nachdem sein Bischof ihn wegen derselben Wahrheiten verstieß, die auch mich in den Kerker brachten. Er war ein Priester? Das war und ist er. Die Bischöfe Englands sind schlicht zu feige und zu verblendet, um unser geheimes Wissen zu verstehen. Ja, mit dem Kopf in den Arsch von Sigurd. Ah, okay. Ah, du bist zurück. Eivor, du bist vom rechten Weg abgekommen. Hä? Bruder Paul, bist du hier? Er plündert. Von oben bis unten. Bassem, halte draußen Wache. Das ist Edwins Werk. Kein Zweifel. Ist der Stein im Innern? Ich bat Paul, ihn gut zu verstecken. Aber ich weiß nicht, wo. Es bewegt sich. Das muss es sein. Ach, das ist der... Ah, wir waren hier schon mal und... Ich hatte mich gewundert, was das denn für eine Leiche ist. Jetzt weiß ich es auf jeden Fall. Ist er das? Dein Diener Paul? Mein bester Freund. Ruhe und Frieden. Mögest du eins werden mit dem einzig wahren Gott in der Schatzkammer des Lichts. Dein Freund hat den höchsten Preis für seine Treue gezahlt. Ich nehme an, er bewachte den Stein. Das waren Edwins Männer. Sie haben Bruder Paul getötet und meinen Stein gestohlen. Du, mit deinen Fragen und Zweifeln. Du hast uns aufgehalten. Wegen dir habe ich die Gelegenheit vertan. Nein. Der war schon tot. Noch bevor... egal. Oh, das ist Basims Schuld, okay. Geduld, Bruder. Wir finden den Stein, wo er auch ist. Ob wahr oder nicht, du wirst deine Antwort bekommen. Ich kenne die Antwort bereits, Eivor. Ich sah es in meinen Träumen. Ich weiß ganz genau... Genug, alle beide. Hört ihr das? Soldat! Edwin ist hier. Na, ganz toll. Er saß in den Träumen? Okay. Was er da wohl genau sah? Ihr Dänen wagt es, mein Land zu besudeln? Halt ein, Evo, erst reden wir. Lady Edwin! Ein Stein fehlt in diesem Turm. Auf ihm waren Runen und das Bild eines Baums. Kennst du ihn? Ja. Eine heidnische Spielerei dieser Ketzerin. Seid ihr deswegen hier? Wir wollen handeln. Diesen Stein gegen ein Friedensversprechen. Was redest du denn? Wir gaben Gedrick unser Wort. Für den Stein verlassen wir euer Land und kehren nicht zurück. Oh, dafür bringt ihr mir Gedricks Kopf. Der Stein ist in Reichweite. Wir stehen im Wort, Bruder. Bruder? Sind wir uns einig? Wir akzeptieren. Gut. Ernsthaft? Tun wir nicht! Eivor! Nein! Macht sie nieder! Keiner darf überleben!
Eivor, bist du verrückt? Ich habe die... Das war unsere Gelegenheit. Das klären wir noch, Eivor. Das vergesse ich dir nicht. Zurück, Gott. Gott, verleih mir mal ganz ehrlich, ne? Sagt er, wir wollen mit dem kleinen Schan ein Bündnis schmieden. Eivor ist dagegen. Und jetzt vergeht sie, würde ich sagen. Das ist auch irgendwie schon ein bisschen kritisch, ne? Wir haben halt gedreht, unser Bot gegeben. Sorry. Ich könnte hier Hilfe gebrauchen. Du könntest Hilfe gebrauchen, wohl ja ich hier meinen ganzen Armbrüsten. Narren. Das war die Gelegenheit, den Stein ohne Blutvergießen zurückzubekommen. Hm. Du bist ein Feigling. Ich werde Gedrick nicht verraten. Das ist nicht deine Entscheidung. Meine Versprechen gehören mir. Und sie sind eisern. Dein erster Schwur gilt deinem Jarl. Jarl Sigurd. Deinem Bruder und Herrn. Oh, Basim, Flagen. Jo, klar. Ja, nee, durchatmen. Was glaubst du, Basim? Ich glaube, es wird andere Gelegenheiten geben. Wir können unser Versprechen halten und den Stein finden. Edwin wird zu ihrer Festung fliehen. Du willst deinen Stein? Er ist dort. Gedricks armseliges Heer wird die Mauer nie durchbrechen. Wir hätten erst den Stein nehmen und dann die Burg belagern sollen. Das war die ganze Zeit unser Plan. Ich hatte nie vor, Gedrick zu verraten. Oh. Ist das tatsächlich dein Ernst? Und trotzdem ließt du mich im Dunkeln durch deine Anflüge von Wahnsinn tappen. Man kann dir nicht alles sagen. Dein Temperament übermannt dich. Ich weiß es. Mein Vater wusste es. Dein Vater wusste es. Was? Ja, ganz ehrlich. Dadurch, dass du Eivor nicht alles erzählt hast, ist es mit ihrem Temperament durchgegangen, Sigurd. Das solltest du am besten wissen. Bleib hier und beweine dein Schicksal, Bruder. Ich habe ein Versprechen zu halten. Und das werde ich auch tun. Du hältst zu große Stücke auf dich selbst, Eivor. Dir fehlt Odins Weisheit. Komm, Basim. Dieser Streit mit deinem Bruder war vielleicht ein Schauspiel. Ging es bei euch schon immer so hitzig zu? Als Familie, als Geschwister. Ich kannte seine Gedanken und er meine. Bis heute. Die Zeit macht uns alle zu Narren. Du hast heute gut gekämpft, Fulke. Wirst du an meiner Seite stehen? Um Edwin die Kontrolle über den Schier zu entreißen? Oh ja. Gedrick bat mich, sie von ihrem Nachschub abzuschneiden. Weißt du, woher sie Nahrung und Vorräte bezieht? Östlich von Oxenafort, südlich der Villa Lea, gibt es einen Ort namens Etonhof. Dort handeln übereifrige Bauern mit Soldaten. Wir treffen uns dort. Ich werde bald da sein. Sigurd, mein Bruder, du bist in deinem eigenen Sturm gefangen. Edwins Verteidigung ist geschwächt, aber ich könnte noch mehr tun, bevor ich Fulke treffe.
Das ist schon blöd, ne? Sigurd hätte Eivor einfach sagen müssen, was Sache ist. Dass der Plan ist, sozusagen Eidwin das Angebot zu machen, dass... Ja, ne? Eidwin das Angebot zu machen, sozusagen Gedrick zu hintergehen oder keine Ahnung wie, und dann im Schlusseffekt dann Eidwin zu verraten. Das hätte man vielleicht mal sagen sollen. Na gut. Ich hoffe sehr, dass Eivor und Sigurd sich zum Schluss doch ein kleines bisschen wieder versöhnen und nicht so wirklich komplett auseinanderdriften. Das ist immer so, wunderschön, sage ich schon. Nee, das ist immer so schade, wenn so Geschwister, selbst wenn sie nicht unbedingt sehr, also ne, egal ob jetzt blutsverwandt oder nicht, ne, Geschwister, die so eng zusammen sind wie die beiden, ist es immer sehr schade, wenn die sich dann auseinanderleben, auseinandertun, wegen irgendeiner klitzekleinen Entscheidung irgendwo im kompletten Denkvermögen von denen. Das ist immer so schade. Flammende Falle. Finde Fulko und sprich mit ihr. Ja. Das werden wir auf jeden Fall tun. Jedoch erst im nächsten Part. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen, die ein Like und ein Abo dalassen. Und ja, beim nächsten Mal machen wir garantiert weiter mit der Hauptstory. Mal schauen, wohin uns das führt. Sie ist beim Eoton-Hof im westlichen Ochsener Fortsgier. Südlich der Weste der Villa. Weste der Villa? Keine Ahnung, wo das jetzt... Ah, hier. Ah, ich habe Lea nicht gelesen. Okay. Hier wird es auf jeden Fall sein. Okay. Ja. An sich haben wir ja schon sehr viel geschafft. Mal gucken, wann wir Finnland erkunden. Ich wollte ja eigentlich Ochsener Fortsgier machen. Und danach... was wollte ich danach machen? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Weiß ich nicht, egal. Gucke ich nochmal nach. Ja, genug gesagt. Ich verabschiede mich jetzt auf jeden Fall. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann beim Standort von Fulko.